Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Live in the Woods. Heute werden wir definitiv noch ein paar Sachen craften, wie zum Beispiel ein paar Aufbewahrungsmöglichkeiten. Wie heißen die? Genau, Drawers. Acht Stacks, 32 Stacks, 16 Stacks. Zwei Kisten und jede Menge Blöcke. Gut, haben wir Holz? Holz? Holz haben wir zum Glück genug. Naja, komm, machen wir vier Kisten. Notfalls gehen wir noch ein bisschen Holz farmen. So, sowas wollten wir haben. Aber wir haben kein Sprucewood. Oakwood? Oh, da kommen ja mehr raus. Ist doch schön. Es wird wieder dunkel. Nicht gut. Genau. Lagern wir das alles außerhalb des Gebäudes. Oh oh. Kommst du da wieder raus? Jawohl. Naja, ich glaube, das ist einfach nur ein Schattenbug hier. Den können wir beheben. Genau, ein Schattenbug. Den können wir so beheben und dann legen wir uns mal schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. So, wo ist mein Eisen hier? Dann machen wir uns erstmal einen Eimer. Ja, habe ich noch Sticks? Ja. Und dann noch ein paar Gartenhose. Zwei Stück. Es gibt ja leider nur diese aus Eisen hier. Die können wir auch mal direkt umcraften. Weil dann besorgen... Oh, raus da. Besorgen wir uns erstmal ein bisschen Wasser. Und legen irgendwo ein Weizenfeld an. Wie wäre es direkt hier neben den Tieren? Ja. Moment mal, ich darf ja nicht neben Wasser abklopfen, sonst bekomme ich ja keine Seeds raus. Wir brauchen ja eine ganze Menge von. Na kommt raus da. Bekomme ich noch hoffentlich noch viel mehr Seeds raus, weil 12 reichen für den Anfang mal gar nicht. Und hier scheint es keine Seeds zu geben. Aber die Feldhacke, die nutzt sich ja auch relativ schnell ab. Haben wir was gefangen? Nein. Hätte mich auch gewundert. Nun gut, 17 könnten für den Beginn reichen. Und da bekommen wir wieder so ein komisches Puppenauge. Und das war's dann mit meiner Feldhacke, aber ich mache mir gleich nochmal eine neue. Weil irgendwie müssen ja die Nahrungsgrundversorgungsgerätschaften gesichert werden. Wobei, das reicht erstmal. Dann können wir die Hühnchen nochmal vermehren. Put, 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 put. Put, put, put. Da wollt ihr nicht näher kommen? Nee, dann komme ich halt zu euch. So. Vermehret euch fleißig. Ach, ihr wollt noch nicht? Gut, euer Problem. Nicht meins. Nun gut, dann kann das hier weg. Weil hier kommt dann der Stall für... Wie heißen die Viecher nochmal für die Schafe hin? Weil Schafe geben hier auch Fleisch und das ist ja schon mal gut. Da würde ich nochmal massiv viele Zäune benötigen. Aber die sollten ja relativ schnell hergerichtet sein. Denk ich.
Aber ich glaube, vorher gibt ihr die Schaufel auf. Nein. Das schaffen wir schon. Und ruckelizuck haben wir hier wieder eine Wiese freigeräumt. Ich brauche mehr Holz. Viel mehr Holz. Und weißt du was? Das ganze Zeug können wir schon mal ernten. Das reife Zeug im Moment nicht essen. Das kannst du später essen. Wir werden das erstmal alles da in die Kisten einsortieren. Wunderbar. Gut. Dann kommst du hier mal rein. Du kommst hier hin. Hier kommen meine Gurken rein. Meine Zucchinis. Mein Spargel. Das ist doch eine schöne Aufbewahrungsmethode. Und da passen ja überall... Wie viele Sticks rein? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall seht ihr da unten im Tooltip, was da alles schon drin ist, wenn man direkt drauf zeigt. Ist doch auch nicht schlecht, oder? So, noch ein paar Chilis. Na komm, diese ekelhaften Blümchen können mal weg. Ach ja, daraus kann man was Essbares machen. Aber ne, weg damit. So, das war's fürs Erste. Jetzt müssen wir hier nur darauf warten, bis hier alles gewachsen ist. Ach stimmt ja, ich wollte Holz holen. Und Zäune machen. So, dann erstmal das Gatter. Haben wir noch mehr Holz irgendwo? Hier. Eins. Zwei. Weed nehmen wir mal an uns. Und dieses Holz haben wir auch noch. Und habe ich eigentlich meine Zäune hingeschmissen. Hier. 34 könnte reichen. Aber wir überlassen mal nichts dem Zufall. Na komm. 52 Zäune. Sieht doch gut aus. Gut. Und das bauen wir dann hier hin. Naja, die Workbench muss weg. Weil genau hier hin kommt das Gatter. Und das kann hier so entlang. Da habe ich mich direkt mal verbaut. Ein bisschen Erde können wir natürlich auch platzieren. Da hat gerade irgendwo ein Huhn ein Ei gelegt. Ich habe es genau gehört. So. Die Schafe brauchen ja ein bisschen mehr Platz. Und damit dürfte unsere Nahrungsversorgung so gut wie gesichert sein. Fackel rundherum. Nur damit sich die Schafe im Dunkeln nicht fürchten. Gatter auf. Jetzt habe ich zwei Crafting Table im Inventar. Na super. Wozu braucht man denn zwei? So. Das ist schon mal das erste Schaf. Hallo. Na? Willst du bei mir einziehen? Aber hallo, selbstverständlich willst du das. Na dann gib mal ein bisschen Gas. Hopp. Genau, wunderbar. Dann holen wir dir noch ein paar Spielgefährten. Wo immer die sich auch aufhalten mögen. Oh, und ich bin schon wieder am Verhungern, sehe ich gerade. Naja, halb so wild. Hier waren doch irgendwo Schafe.
Nicht zu wenige. Na, guck mal da unten. Und Kühe gibt's hier auch. Yay! Ich möchte jetzt aber erstmal die Schafe hier mitnehmen. Hallo? Da kommt mal mit. Vielleicht machen wir erstmal ein gemischtes. Hallo? Bist du auch mit? Nein. Naja, komm, wir machen erstmal ein gemischtes Gatter. Das wird dann schon soweit passen. Bloß nicht den Anschluss verpassen, Mädels. Gib mal ein bisschen Gas. Ach, da unten muss ich hin. Oh, wir haben eine Kuh, zwei Kühe bereits verloren. Hallo? Na? Hallo? Hey, du. Na, guck mal her. Na, dann halt eben nicht. Naja, ich wollte ja erstmal die ganzen Schafe hier mitnehmen. Oh, und wir haben das graue Schaf verloren. Naja, macht ja nichts. Na dann, hopp hopp. Und rein da. Traut ihr euch nicht oder was ist euer Problem? Naja gut, die Kuh ist drin. Na kommt rein da, bevor es dunkel wird. Du auch noch. Na komm. Put, put. Na komm. Ich mach dir auch die Tür auf. Gut. Und dann könnt ihr mal ein bisschen dreckige Liebe machen. Und für dich, Kuh, habe ich leider nichts. Tut mir leid. Da brauchst du mich auch nicht so angucken. Und ihr könnt jetzt mal bitte die Tür hier freimachen. Da wäre ich euch sehr verbunden. Ha, schön. Wobei, wir könnten jetzt nochmal gucken, ob wir die Hühnchen vermehren könnten. Die schon Bock haben. Na kommt. Eins. Zwei. Juhu. Läuft bei euch. Und da haben wir vier Hühnchen. Juhu. Und du kommst hier wieder weg. Und dann legen wir uns mal kurz schlafen. Und essen noch eine Kleinigkeit. Aber erst am Morgen zum Frühstück. Gute Nacht. Guten Morgen. Ah, ein neuer Tag beginnt. Hier haben wir natürlich auch noch massiv zu essen, oder? Nö. Wobei, das Zeug des Oats kann ich ja essen. Und ja, ich habe mal das eine Rezept nachgeguckt. So. Genau, und so bekommen wir unser Cutting Board. Und so werden uns dann ein paar andere Rezepte angezeigt. Gibt es irgendwas voll Vegetarisches? Ah, ein Baguette. Da brauche ich ein Brot dazu. Ich habe keine Möhren. Das ist ein Problem. Oh, das könnte ich hinbekommen. Vegetarische Wraps. Also wir brauchen Salat, irgendwelche Gurken und Tomaten. Na dann. Also gut. Tomaten. Gurken. Und noch etwas anderes. Und Salat. Wobei, das Salat war ja noch nicht reif. Ist hier was reif? Sieht nicht danach aus. Naja, dann wächst mal schön vor euch hin. Probieren wir mal. Vielleicht bekommen wir ja so einen Salat zusammen oder irgendetwas Essbares.
Na dann. Zucchini. Gurken. Tomaten. Nee. Winter Squash. Ich glaube, ich brauche dringend das Salatblatt. Naja gut, dann essen wir das alles nochmal so. Das wird schon irgendwann. Wobei, wir könnten uns natürlich noch eine Hogan. Aktuell haben wir noch genug Eisen. Und Kleinigkeiten anpflanzen. So, organisieren wir erstmal wieder ein bisschen Wasser. Wo kommt dann das nächste Feld hin? Weil hier kommt ja erstmal ein bisschen Wheat hin. Genau, das reicht. Ich kann es ja noch mal ein bisschen erweitern, aber nee. Ist ja auch nicht nötig. Zuallererst gönnen wir uns hier noch ein paar Seeds. Gut, und dann buddeln wir hier mal rein, bewässern das Ganze. Na komm. Immer liegt da was drauf und ich sehe es nicht. Frage ist, was pflanzen wir auf dieses Feld ein? Die Zucchinis? Oder die Gurken? Ich würde mal sagen, die Gurken. Gut. Damit geht unsere Nahrungsproduktion ein bisschen weiter. Ein paar Seeds können hier noch angepflanzt werden. Oh, Eier. Kann ich daraus irgendwas craften? Ein Kuchen. Noch ein Kuchen. Die unterschiedlichsten Kuchensorten. Oh, das könnte ich mir sogar leisten. Aber nee, ich versuche jetzt erst einmal mehr Hühnchen zu bekommen. Sehr schön. Das Einzige, was mich hier drin stört, ist doch ein bisschen die Kuh. Naja, hier könnten wir schon mal das Kuhgehege irgendwie markieren. Solange wir noch ein paar Zäune haben. Ah, verbau dich doch noch öfters. Ja, das wird eine relativ teure Angelegenheit, was die Zäune angeht. Aber ja doch, wir sind ein bisschen weitergekommen. Unser Überleben ist wieder ein Stückchen weiter gesichert worden. Ist doch schön. Vor allem ist es schön, wenn wir wissen, dass wir nicht direkt verhungern werden. Vielleicht sollten wir uns in der nächsten Folge da ein bisschen Zuckerrohr organisieren. Haben wir davon etwas? Nein. Nun gut, in der nächsten Folge gibt es dann ein bisschen Zuckerrohr. Hier nochmal kurz gucken, ob irgendwas gewachsen ist. Ah, Salatblätter, gut. Ja, für alles braucht man irgendwie Brot. Oder Käse. Oder Tortillas. Salatdressing. Nun gut. Dann würde ich sagen, meine Freunde, war's das von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.